Ja, eben gerade Mario Picasso aufgenommen. Jetzt geht's weiter mit Pokémon. Ist immer noch Sommerzeit hier eingestellt. Ja, wir heilen mal unseren Menzel und dann trainieren wir ein bisschen unsere Pokémon. Ey, das wird mal ein Trainingsbad. Ja, ich würde mal sagen, wir tun wen anders als Charlotte nochmal. Ich weiß, Orange ist nicht mit. Orange wird ein bisschen. Ja, es tut mir leid, Orange. Du wirst irgendwann nachtrainiert. Und das Schwächste ist eine Orange. Das kann ich eigentlich nicht machen. Da, das geht ja eigentlich. Ich muss Orange eigentlich mitnehmen, weil sonst kommt er überhaupt nicht mehr mit. Orange muss ich mitnehmen. Dann schwimme ich halt diesen Part nirgends rüber oder so. Ich gucke mich in der Höhle um, weil ich weiß nicht, brauche ich eine Höhle selber? Heute überhaupt Blitz? Wir gucken einfach nach Trainern und trainieren ein bisschen unsere Pokémon. Jasmin werden wir dann anderes Mal versuchen. Orange. Ja, Orange. Orange braucht Training, ganz dringend. Schaut euch mal an, wie schwach Orange ist. Der geht ja gar nicht. Oh, sorry, ich bin jetzt Pokémon Center gegangen. Hätte ich mir. Nee, ich heile mich jetzt. So, Orange. Ich weiß nicht, wohin sollen wir? Sollen wir nach oben gehen oder. Lass uns erstmal hin. Die haben wir schon alle, ne? Wobei, den da hinten haben wir noch nicht. Okay, mal schauen. Wir könnten das Käferturnier machen. Ja, da keine Lust jetzt hinzugehen. Das wird einfach mal heute ein kleiner Trainingspart. Ich denke, ich werde auch mal einen Part aufnehmen. Amadeus. Baldur. Den mag ich. Der ist eingekippt und grüß gucken. So. Ja, Nacht nehmen wir natürlich. Dann trainieren wir unsere bisschen schwächeren Pokémon auch ein bisschen. So ein Trainingspart, der muss ja auch mal sein. Warum nicht? Gerade schön in Marius Picross gelitten. Hier muss ich zum Glück nicht so viel nachdenken. Auch mal schön. Und weg. Reicht das ein Level ab? Ich würde sagen, nein. Doch. Perfekt. Unsere schwachen Farbige werden die alle mit einem Schlag weggehauen, ey. Bei Jasmin. Ich glaube, hier ist dunkel, ne? Nee, da komme ich ja nie wieder raus, wenn ich da jetzt einfach reingehe. Das mache ich nicht. Ich könnte den Radiotour machen, aber das möchte ich jetzt noch nicht machen. Aber hier oben sind, glaube ich, noch ein paar Trainer, die ich mir abgattern könnte. Jetzt darf ich da hier auch durch, ne? Den haben wir schon. Den hat meine Charlotte ja gemacht. So. Bartrainer. Ich glaube, den hier oben haben wir noch nicht genau. Ich liebe Pokémon. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln. Damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Ja. Man macht das. Hat ja keiner ein Problem mit. Und was hat er? Wir haben heute alle ein Pokémon hier. Ja, du hast ja, ich liebe Pokémon, du hast aber nur eins bis jetzt. Von wegen hier Mehrzahl. Nachtnebeln wir es mal weg. Aquaknall, ich glaube, ich wechsle. Wen nehme ich? Unser Kraftpaket, Pikablu. Ja, Beispiel Level 41. Ja, okay, hier ist noch eine Ecke hin. Aber schon 100 HP knapp im ersten Farbigel. So. Noch eine Aquaknarre. Aber unsere Farbigel ziehen alle langsam nach. Und ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht, soll ich da wirklich Donnerblitz holen? Ich bin wieder unschlüssig. Ist Donnerblitz so gut? Hm. Ich guck, was ich mir mit Charlotte holen werde. Gehen wir weiter. Ich glaube, da links ist auch noch ein Weg. Sind alles Trainer oder ist nur NPC? Was ist eigentlich da in der Hütte nochmal? Oh, das ist ein Trainer. Ja. Oh, das ist ein Kappadur-Trainer, oder? Er sagt, er fängt immer nur die gleichen Pokémon. Also 5 Kappadur oder so, ne? 4. 4 Kappadur. Ja, ich hatte recht.
die geben sehr wenig Erfahrung, leider. Also ich glaube, es ist ein Gag in Pokémon, dass es immer einen Kapador-Trainer gibt. Einer mit einem sehr starken Kapador sogar. Platsch, soll ich mir das mit Charlotte kopieren? Nein, das mache ich nicht. Wäre dumm. Aber ich bin der Meinung, dass Platsch irgendwie einen super, einen ganz geheimen Super-Effekt hat. Wow, ey. Das andere Pokémon hat irgendwie 300 oder 500 Erfahrungen gegeben und zwar zu vier Level niedriger als das Kapador, ey. Naja, was soll's. Besser als nichts, ne? Besser als... Der schwiegelt den Kapador auch und... Es gibt einen Kapador bei Schwert und Schild, was, was Hydropumpe kann. Das ist stark. Also die Attacke nicht von den Werten her. Kapador, Mann, aber am nervigsten ist der Sonnenstein bei... Also wenn man gegen riesiges Pokémon kämpft bei Dynamax Battles, wenn man da den Trainer mit einem Sonnenstein hat. Der greift überhaupt nicht an, der verbessert immer seine Werte und dann werden die Werte wieder vom Gegner verschlechtert. Das bringt überhaupt nichts. Das Viech ist total schlecht. Okay, ich weiß nicht, heißt heißer Sonnenstein? Keine Ahnung. Und das jetzt Level 30 oder so, ne? Ne, alle Level 22. Aber wir haben keinen Schaden genommen, ne? Ich habe jetzt die 4 Kapados haben so viel gebracht wie normales Level 22 Pokémon an Erfahrung. Bei weniger, ne? Perfekt. Angealbert wurde besiegt. Ja, irgendwas mit Schnur. Den Freikampf bestimmt in einer Nummer. Komm, wir geben. Was gebe ich denn? Ein alles Tafelwasser. Ja, Orange zieht langsam nach. Und doch Trainer. Ja, ja, ja. Ich hoffe, der hat was Besseres. Der ist auch mehr Lohn. Eins. Ein Garados. Vielleicht kann ich mir da eine Attacke holen. Wenn es Hydropumpe kann, wieder. Ich weiß nicht, soll ich mir Drachenblut holen? Moment mal, was hat dann so schöne? Biss. Ich glaube, Biss hole ich mir nicht. Seine Unlichtattacke. Abgeneration 2. Drachenblut, was soll ich? Komm, das ist sehr, sehr, sehr. Das ist eine sehr gute Attacke für dieses. Fürs Early Game. Das macht immer 40 Schaden. Das heißt, wäre die stärkste Attacke fürs Early Game, wäre das verdammt gut, ey. Komm, ich kopiere es mir. Ich kopiere mir Drachenblut. Dann mache ich immer 40 Schaden. Das wäre heftig. Dann hätten wir sogar, glaube ich, eine Chance gegen Jasmin. Ich kopiere mir das jetzt einfach. Also, dann kopiere ich mir Fuchtler. Oh, ich glaube, das war dumm, ne? Das war eine starke Attacke. War das dumm? Warum habe ich mir jetzt Fuchtler kopiert? Warum habe ich das gemacht? Ich hätte mir wieder was anderes holen sollen, ne? Was soll's? Da habe ich mir einfach mal random Fuchtler kopiert. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Wollen wir was zum Draufhauen haben? Aber es sieht nach einer starken Attacke aus. Nicht schlecht. Vielleicht war es doch eine gute Idee. Der war es ja doch gar nicht so übel. Ich kann ja immer noch was anderes denn noch lernen und so. Ich will auf jeden Fall mir noch Surfer holen. Wie gesagt, mit irgendjemand muss ich mir Surfer holen. Aber ich wollte das ja mit Charlotte machen, ne? Ich werde mal gucken. Ja, ich bin wieder halb tot. Ich hätte besser ab. Dann heilen wir mal unsere Pokémon. Warum habe ich mir Fuchtler kopiert? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte jetzt einfach irgendwas haben. Ich war so frustriert. Ich im Blizzard und so wäre viel besser gewesen. Warum mache ich das? Wie sind überhaupt Charlottes Angriffswert? Ich google gleich. Ich google jetzt mal. Fuchtler, wie stark ist denn das? Ich habe das jetzt keine völlig schlechte Attacke. Ist das Trash auf Englisch? Also die Attacke? Fuchtler.
mal sehen, wie stark er hat. War das ein Fehler? Stärke 120. Eieieiei. Super, okay. Ne, Frucht hat sich gelohnt, um ehrlich zu sein. Das ist sehr gut. Starke Attacke. Ich werde Charlottes Werte gucken, wie sind ihr anders. Also, Fruchtler, das war vielleicht doch eine gute Entscheidung. Das geht eigentlich, gute Angriffswerte, so schlecht sind sie nicht. Ja, warum nicht? Dann habe ich halt Fruchtler. So, dann heilen wir mal unsere Pokémon und dann gucken wir weiter, was da oben so ist. Da Trainer. Nicht übel. So, weiter geht's. Aber ich denke, auf jeden Fall hart nicht, wenn wir erstmal, wenn wir noch einen Nachahmer haben, damit wir uns selber kopieren können, damit wir nicht jemanden vor im Sklaven brauchen. It's a slave. Geht denn noch irgendwo nach links? Ja. Ein süßes Voltilam. Ja, hauen wir es weg. Erfahrung ist Erfahrung, ne? Ich glaube sogar, das wilde Voltilam gibt mehr Erfahrung als das Kapato. Donnerschott. Nicht paralysieren. Aber Orange hat jetzt auch nicht nachgezogen schon. Weil, wenn die beiden alle Level 31 sind, haben alle neue Nachahmer. Das wäre nicht schlecht. Ja, gehen mehr als Kapados. Ja, komm, warum nicht? Erfahrung können wir immer gebrauchen. Ein Radiotower werden wir auch... Ich denke, wir werden auf jeden Fall ein Radiotower nächstes Mal machen, dann Jasmin und dann Hartwig. Ja, das ist aber hier mal ein bisschen ganz entspannt. Muss ja auch mal sein. Heute ist übrigens der 5.1. 420. 420, ja. Den haben wir schon, ne? Ja. Nee, ich möchte nicht noch mehr normalen. Nee, bitte nicht noch mehr. Die Anrufe nerven mich jetzt schon immer. Was ist da im Haus, wollte ich ja gucken. Ach, der gibt mir eine Angel, ne? Okay. Labert nur. Ich glaube, da geht's noch nach links, ne? Oh, ein Tauboga. Das ist eine zweite Entwicklungsstufe. Das gibt mir Erfahrung. Dann greifen wir mal an. Was daneben? Nein. Ist da drauf schon wieder Level? Ach, ich bin Idiot. Tauboga ist ein normaler Pokémon. Dann probieren wir mal Fruchtler aus. Ich will mal gerne wissen, wie viel Schaden das macht. Wir kriegen darauf auf Step, weil das eine normale Attacke ist. Ich glaube, es ist auch 100% die Trefferwahrscheinlichkeit, wobei jetzt natürlich nicht mehr. Fruchtler, bam. Wow, so starke Attacke. Das ist nicht schlecht. Okay, man kann da nur Fruchtler machen, ja, okay. Na, was soll's. Trotzdem starke Attacke hat sich, glaube ich, gelohnt. Und was ist das? Oh, hier wird stärker auf dem Stück da. Das ist ja doof von mir. Die ganze Zeit auf einem normalen Pokémon hier. Normaler Flug ist... Ich hab irgendwie vergessen, dass es auch normal ist, aber jetzt da vergessen. Aber früher wusste ich nie, dass Geistattacken normal Pokémon nicht treffen. Ich dachte, das ist nur normal treffen Geist. Nee, bin ich andersrum. Ja, toll. Wäre Orange ein Level höher, dann hätte das jetzt erledigt. So, Zerschneider. Bam. Ja, warum am Boden? Was? Ein Item macht ihn depressiv. Und dein Angler ist es. Oh, nicht schon wieder. Nein, nein. Nicht schon wieder.
Level 10. Reicht das? Hat der, ich, nee, der hat, denke ich mal, mehr als 24 KP, oder? Oh, der hat 25 KP, ist das ein Ernst? Och man, wäre Orange ein Level höher. Dann wäre es jetzt erledigt. Oh, Garados. Ist das Ernst, ne? Level 10? Warum hat der Level 10 gerade? Aufwuchtler. Aber wir sind stärker. Sind Level 10. Wir hätten überhaupt Level 10 gerade bekommen. Es entwickelt doch erst bei Level 3. Ein Wildes gefangen oder so. Wilde Pummel entwickeln sich jemand was früher. Aber es hat eine Menge Erfahrung gegeben, gehen wir zu Tapador. Und dann guck ich noch Level 15 Grad aus, oder was? So, Zerschneider. Gleich ist unser Nachtnebel weg. So. Grad aus Level 15. Ja. So, gleich sind wir Level 25. Das ist... Dann hätten wir das Kapato eben sofort erledigt, das Vati mit 2 statt 3 Schlägen. Oh, oh, oh. Ich würde sagen, da wechseln wir auf unsere liebe Charlotte. Das ist ein Pikablu, der alle mit 33 ist. Der auch gleich ist, wenn wir öffnen. Vielleicht reicht auch für Charlotte. Komm, dann fuchteln wir mal entgegen. Ja, erledigt. Perfekt. So. Orange zieht echt ordentlich, ne? Ich glaube, der hat 3 oder 4 Level. So, sieht doch jetzt deutlich besser aus. Dann wechseln wir mal aus. Jetzt mal jemand anders wieder drin. Wie war's mit Zitrone? Warum nicht? Ich denke, ich werde den Park gleich auch beenden und heute nur einen aufnehmen, dann ist erstmal wieder Schluss. Dann reicht es auch erstmal wieder. Oh, ein Girafarik. Da kriege ich ja Park. Aber Girafarik heißt andersrum auch Girafarik. Dann fangen wir mit Blut an. Stampfer. Ist das ein Geist-Pokémon oder ein Ziege-Pokémon? Girafarik, aber ein Ziege-Pokémon, ne? Oh man, Zitrone hat so schwache Elementattacken. Da muss man was Besseres her. Zitrone muss auch noch Nachtnebel bekommen, auf jeden Fall. Komm, jetzt brenn noch mal. Ich glaube, Zitrone ist eins unserer schwächsten Pokémon. Lilly, komm. Ohne Nachtnebel, das ist übel. Oder Geowurf. Geowurf oder Nachtnebel muss ich es beibringen. So. Oh nee, oh, das ist ein Psychonormal-Pokémon. Okay, das geht bis auf Step. Ja, toll, bleibt mir nichts anderes als Decke übrig. Sie hätte noch Tackle benutzen. Ich freue mich schon, wenn ich Tackle und so endlich weg habe, ey. Triplette will ich auf jeden Fall lernen. Ich weiß, wo ich Triplette bekomme. Nach der 8. Arena. Und auf dem Weg zur Pokémon-Liga, da gibt's ein Dodri, wo ich Triplette lernen kann und das möchte ich gerne lernen. So, was ist nochmal hier? Hier ist auf jeden Fall ein Item, ne? Top-Genesung, nö, schnell. Ja, Zerschneider haben wir, ja. Haben wir uns ja kopiert. Ah, hier sollte ursprünglich die ganze Stadt sein mit Arena und so. Das wurde ja geändert. In der Beta-Version sollte das hier alles sein. Ja, wir machen noch einen Trainerkampf und dann ist Schluss. Dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Weil wir gucken uns erstmal noch ein bisschen. Bei Ohr. Kämpfen wir erstmal gegen ihn. Da gucken wir, was hier noch so ist. Was hat dann so?
Oh, ein Ast-Trainer. Den bei Starter-Pokémon, ja. Oh, der ist ein bisschen härter. Da wechseln wir mal auf Charlotte. Rasierblatt, das ist eine starke Attacke. Oh, sowas hätte ich noch kopieren können, ey. Eieiei, da werden wir jetzt Fruchtel einsetzen, da sehe ich, wie der Schaden macht. Ja, ganz gut. Oh, Schlafblut, oh, zum Glück bin ich getroffen. Schlafblut wäre auch eine tolle Sache zum Lernen. Damit kann ich Hypnose ersetzen, weil Schlafblut da trifft. Viel häufiger als Hypnose. Oh, Zitrone, 25. Blutexo, ja, dann möchte ich wechseln. Jetzt wäre Surfer gut. Menzel, komm. Wie wär's mit Einschläfern? Mann. Ja toll, damit ist die Trefferwahrscheinlichkeit ja noch kleiner. Von Hypnose. Probieren wir es nochmal. Ja, es klappt. Da kann Menzel mal ein bisschen Erfahrung alleine abgreifen. Ja, unsere Farbe lernt sich den Level 31. Lernt sich den Level 31, dann neue Nachahmer. Dann kopieren wir Surfer, Geowurf und so. Ja toll, noch einmal. Blut. Damit geht es um ihn nicht. Also ist Menzel gleich ganz allein geschaffen, nicht schlecht. So. Jetzt wieder ein paar Parts zum Uploaden. Das ist gut. Gestern schon aufgenommen, heute schon aufgenommen. Also gestern habe ich dann 4 Parts im Mario Picross aufgenommen. Also gestern und heute zusammen 4 Mario Picross Parts und heute und gestern zusammen 3 Pokémon Parts. Nicht schlecht. So, wechseln. Lilly. Jetzt sind, glaube ich, alle 25 schon mal, ne? Nicht schlecht. Nein, warum mache ich Silberblick? Bin ich doof. Jetzt setze ich Charlotte ein. Wenn ich schon die Verteilung geschwächt habe, dann will ich da jetzt auch mit Fruchtblatt draufhämmern. Aber Astrain hat immer nicht schlecht und ich habe Maisstarter. So. Wegfuchteln. Ich weiß gar nicht, er hat schon viel verteilt. Wow. Ging der. In die Panzer und so. Und weggehauen. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken, aber einen Trainerkampf werde ich nicht mehr machen. Ehrenlos besiegt. Gibt der die Nummer von den Hechigen? So. Los, Orange. Wenn ich kapiere nicht, wie das Pokémon durchs Bild fliegt, wie in den neuen Pokémon. Edition. Da fliegt das Pokémon erstmal durchs Bild, wenn sowas heißt. Oh, da würde ich gerne hin, aber hier ist bestimmt was, ne? Oh, ein Sonderbonbon, unser erster Sonderbonbon. Das hebe ich mir auf jeden Fall fürs Ende auf. Weil am Ende wird das Hochlevel schwerer als jetzt. Oh, unser erstes Sonderbonbon. Wie schön. Das ist auf jeden Fall mal. Ich kann mir nur so ein paar Verstecke auf der Welt angucken und ich kann ja mal in den Guide gucken, wo noch Sonderbaum und sowas versteckt sind. Eieieiei, ich habe hier eine richtige Goldgrube entdeckt. Hier ist mir jeder. Boah, Mann, ey, was ist denn noch hier? Da wird doch ein langer Part. Und? Camp einfach, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin auch nicht erfahren. Das ist irgendwas Unnützes. Bin gespannt, was da im Haus ist. Habe ich voll vergessen. Nee, wir werden jetzt erstmal da lang gehen, solange die Bäume noch weg sind. Kim, hast du das vor empfehlen vielleicht? Nee, ist immer woanders, ne? Oder doch? Top Editor, okay. Das Beste war das Sonderbonbon auf jeden Fall. Und ein paar Sachen zu verkaufen halt, ne? Ich weiß, die Ether könnte ich gebrauchen für Top 4. Ich glaube, wenn ich verkaufe, wenn ich keine Nachtnähe oder so mehr habe. Zwischen den Kämpfen. So.
TMC nur können wir verkaufen. Ja, Kraftreserve, ja. Ich kann keine TMC lernen. Komplexe Bücher. Leute im Fernsehen. Ja, ein Fernsehgerät. Das weiß ich auch. Ah, hier sind wir gerade. Hier. Ah, das ist ein Spiegel. Ich dachte, das ist ein Fenster. Das kann ich mir Spiegel auch an. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Gold, die farbige Challenge. Boah, schon 25 Stunden.